So, meine Damen und Herren, hier sehen Sie im Boot von PMA Peter Meyer die Mannschaft aus Leer, die Störtebeckers Elm, eine Vier-Mannschaft der Firma Frisia Möbelteile. So, halt rein, Jungs da! Hier mit ihrer neuen Titelmelodie, Wild Thing, Störtebeckers Elm, die amtierenden Stadtmeister von Leer. Und das war der Startschuss zum letzten Rennen im ersten Vorlauf. Da fahren die Störtebeckers Erben aus Leer gegen die Hobbits, ebenfalls aus Leer. Die Störtebeckers hier vorne im blauen Dress und in schwarz da hinten die Hobbits. Die Mannschaften geben alles auf dem Wasser. Nur das Publikum gefällt mir noch gar nicht. Macht mal ein bisschen Beifall, ein bisschen Stimmung für die Mannschaft hier. So, hier vorne, leicht in Führung, die Störtebeckers. So, komm, zieht nochmal durch. Geht nochmal raus. Die letzten Meter. So, ich möchte jetzt alle Drachenbootsportler mal hier vor die Rennleitung bitten. Alle Drachenbootsportler hier auf Platz, bitte mal zur Rennleitung. So, die gefahrenen Zeiten. Hobbits, 61. Feuer die auch an! Das ist peinlich, ich kann nicht beide. Im Sport geht's um Siege, nur der Beste bekommt den Pokal. Wenn du Champion sein willst, hast du gar keine andere Wahl. Der Weg ist das Ziel und der Auftrag für jedermann klar. Den Titel wollen wir gewinnen in diesem Jahr. So, meine Damen und Herren, großes Finale hier wieder. Es geht um Platz 1 im Königscup, um die große Krone, um den Wanderpokal 2011. Wer wird Meister im Hafen von Wiener? Werden es die Störtebeckers Erben hier auf der Innenbahn oder die Hobbits auf der Außenbahn? Schwarzes Trikot, großes Publikum hier von Wiener. Die Mannschaft war oder ein bisschen zu lang. Ja, ja.
So, meine Damen und Herren, liebe Paddler, and the winner is der Gewinner der Drachenbootregatta 2011 hier in Wena, die Stadebecker! Hey! Völlig ausgesaugt. Auf allen Vieren kommen sie hier hoch. Zwei Mann braucht man auch für die Entgegennahme der Preise und Pokale. Es gibt den großen Wanderpokal. Den Pokal für den Erstplatzierten und die schnellste Mannschaft. Es gibt Erinnerungsmedaillen, es gibt ein Umschlag mit Preisgeld. Die Gewinner des heutigen Tages, die Stadebeckers. Dankeschön an alle, die heute hier mitgemacht haben, die dabei gewesen seid, die ihr mitgeholfen habt, die ihr mitunterstützt habt. Ich würde mich freuen, euch bei den nächsten Drachenbootrennen oder spätestens nächstes Jahr hier.